So, nutzen wir diese Runde, um das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Wir sehen uns das Getriebe an, also versuche so oft wie möglich zu schalten. Wir glauben, dass es bald zu regnen beginnen wird. Ich halte dich auf dem Laufenden, wie sich die Bedingungen ändern. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Lass uns die Überholtaste. Du kannst jetzt das DRS verwenden.
fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 2,5 Sekunden. Ich glaube, für den Moment fahren wir die richtigen Reifen. Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,0 Sekunden. Okay, manche Autos sind unter diesen Bedingungen bereits am Kämpfen. Wenn wir aber jetzt schon auf Intermediates wechseln, werden wir zu langsam sein und sie verheizen. Mach einfach das Beste draus. Safety Car auf der Strecke. Das Safety Car ist auf der Strecke. Achte auf dein Delta und halte es im positiven Bereich, während wir uns dem Feld nähern. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen Reifenwechsel an die Box zu fahren. Überhole das Safety Car. Du darfst das Safety Car überholen. Es wartet auf den Führer. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Wir sind nicht länger sicher, dass dieser Reifensatz der richtige ist. Es könnte jetzt Zeit für einen Reifenwechsel in der Box sein. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Drossle deine Geschwindigkeit, unser Delta ist zu niedrig, damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Los geht's. Du musst an der Boxen. Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie.
Das Wetter wird sich für mindestens 10 Minuten weiter verschlechtern. Das Tempo leicht. Wir müssen uns dem Auto vor uns auf bis zu 10 Wagenlängen nähern. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Machen wir uns wieder für das Rennen bereit. Wenn das Feld beschleunigt, denkt daran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Das DRS wurde von der Rennleitung deaktiviert. DRS ist offline.
müssen da vorbei. Setze Überholen ein. Überholen. Denk an die Überholtaste. Wir haben Energie und sollten sie nutzen. Bedingungen verschlimmern sich. Achte auf Wasser auf der Strecke. Alles klar. Wir sind für den Moment immer noch zufrieden mit den Reifen. Häng dich allmählich ab.
hinter dir fällt pro Runde um etwa 3/10 zurück. Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff. Safety Car, Safety Car. Kein Überholen und langsamer werden. Halte dein Delta positiv, während wir uns einreihen. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Der starke Regen wird eine Weile anhalten. Wir haben mindestens 20 Minuten starken Regen vor uns.
Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Flagge. Wir haben eine Zeitstrafe erhalten, die mit der Gesamtrennzeit am Ende verrechnet wird. Die Batterie ist gut aufgeladen. Wir sollten die Überholtaste öfter einsetzen. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 6,1 Sekunden. VSC auf der Strecke. Das virtuelle Safety Car ist auf der Strecke. Wir müssen hier ein positives Delta beibehalten. Langsamer werden. Positives Delta beibehalten. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. Vor uns ein, aber vergiss nicht, dass diese Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Okay.
Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,6 Sekunden. Ziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Virtuelle Safety Car. Virtuelle Safety Car. Geschwindigkeit sofort verringern und positives Delta halten. Okay, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Du hast für den Vorfall vorhin eine Zeitstrafe erhalten. Grüne Flagge. Du gewinnst pro Runde mehrere Sekunden Abstand zu deinem Hintermann. Weiter so. Ich glaube, für den Moment fahren wir die richtigen Reifen. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,2 Sekunden.
Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,2 Sekunden. Das Auto hinter dir fällt langsam zurück. Es bildet sich langsam eine Lücke. Sei vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Lass uns die Überholtaste benutzen und etwas Energie aufbrauchen. Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,1 Sekunden. Der Vorhersage nach wird der Regen in den nächsten 10 bis 15 Minuten nachlassen. Wenn die Pfützen weg sind, solltest du mehr Grip haben.
helfen dir, auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ich weiß, die Bedingungen sehen fürchterlich aus, aber das Wasser läuft ganz gut ab. Ich finde, wir sollten noch eine ganze Weile bei den Intermediates bleiben. Vergiss nicht dein Reifenmanagement. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus.
das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens.